Willkommen bei der Parkeisenbahn im großen Garten Dresden. Und wir werden heute mal wieder so eine Runde fahren. Und da wir gerade im Zoo gewesen sind, starten wir hier auch an der Haltestelle Zoo, machen die große Runde durch den Park und enden dann höchstwahrscheinlich am Hauptbahnhof. Mal sehen, wo es uns hin verschlägt. Ja, ein paar Informationen, wen es interessiert. 381 mm Spurweite und die 5,6 km Streckenlänge braucht man etwa eine halbe Stunde für. Und wir werden jetzt hier vom Zoo über den Carolasee zur Karcherallee fahren und dann hier oben rum Paletteig, dann kommen wir nochmal hier am Zoo vorbei. Letztendlich zum Hauptbahnhof, der direkt an der gläsernen Manufaktur ist. Ah ja, ich sehe sie da hinten schon kommen. Ah, das dürfte heute keine Dampflok sein. Sondern ich glaube, ja. Ja, danke für die Ansage. Wie gesagt, ich habe ihn da schon gesehen und es sah so aus, als hätte das heute keine Dampflok, sondern es sah nach einer Diesellok aus. Gucken wir mal, wenn es näher kommt. Ah ja, er kommt. Gegenzug kommt auch gerade. Cool.
kurz vorm Bahnhof Zoo kommen wir nochmal hier am Lokschuppen und am Wagenschuppen vorbei. Und hier steht netterweise die Dampflok gerade draußen. Oh, coole Überraschung. Unsere Diesellok wurde abgekoppelt und wir kriegen jetzt die Dampflok dafür. Das dauert natürlich einen Moment, aber macht natürlich viel mehr Spaß.